mehr. Wir schlagen immer nach oben. Wir gucken, dass wir ihm so eine Rückwärtsrotation mitgeben, ja, dass der Ball sich zu euch dreht, indem ihr immer zusätzlich zu dem Treffpunkt einen Ellbogen nach vorne schiebt. Okay? Und dann versucht ihr ihn hier oben zu halten. Wenn es klappt, Seitenwechsel oder auch mal ständig hin und her wechseln und dabei weiter bewegen. Okay? Drück deinen Ellbogen, wenn du den Schritt nach vorne vor. Schieb den Arm durch, dass der Ball sich dreht. Nee, das haben wir nicht gemacht gestern, glaube ich. So. Achso, ja, genau das gleiche. Dass du diese Drehung, genau die gleiche Drehung mitgibst. Ja, genau. Hier und dann schwingst du. Ja, genau. Erst gebeugte Ellbogen, dann streckst du den Arm nach vorne. Genau. Gib ihm die Drehung. Nicht nur nach oben heben. Nicht nur nach oben heben, sondern schieb deinen Arm hier so nach vorne. Okay? Schiebe nach vorne und gib dem Ball diese Drehung. Ja? Die eine davor war gut. Als nächstes probieren wir das. Ihr müsst euch jetzt nicht bewegen, ihr könnt euch verteilen, ihn über Kopf hier einfach mal zu halten, okay? Immer trotzdem mit der ganzen Handfläche die Drehung mitgeben, aber über Kopf in der Luft halten den Ball. Machst grad den Loch mit dem Ball, versuch, dass du ihn auch drüber schlägst. Also beide berührt, dass du den Arm nach oben streckst. Und streck dich. Genau, ein bisschen früher noch. Gut, bitte. Mach mal, probier's mal. Ja. Genau, du musst deinen Ellbogen nach oben schieben. Du musst, triffst ihn hier leicht gewollt, du schiebst den Ellbogen nach oben und deswegen dreht sich der Ball. Genau, ja, weil du den Ellbogen nach oben streckst. Ja, Finger aufmachen, Sophia. Gut, Christina. Und auch noch den Ellbogen nach oben, dass du nicht hier bist, sondern mit offenen Fingern. Dass du halt am Schluss hier den Ball triffst und darüber rollst. Okay. Ich mach's einmal im Ganzen vor. Aufwerfen. Und dann Anwurf, so aufdrehen und schlagen. Okay? Zack. Und den zweiten als Schlag. Anwurf. Schau, dass du mit beiden Beinen locker stehst. Locker, nicht so festgewurzelt sein. Genau. Und jetzt auf. Schlag ist gut. Wirf ihn jetzt mit beiden Händen an. Wirf ihn mit beiden Händen an. Gut, Mia. Und jetzt genauso der Schlag. Ja, gut. Wirf ihn dir noch ein bisschen höher an, wenn du schlägst. Ja, wenn du nur so hoch anwirfst, wie dein Kopf ist, dann reicht es nicht. Ja, trotzdem beim Anwurf für den Schlag den Ball vor dir lassen, dass du ihn nach unten bringen kannst. Ausholen. Ja, der Schlag selbst ist gut, aber der Ball ist dir zu weit da. Lass ihn vorne.